Die Grünen Erlimner. Gegen. Freiheitliche Partei Königshofer. Zuerst seht ihr den Orff-Bericht, dann eine schnelle Überprüfung und Hinterfragung der Affäre. Aber es wird hässlich. Lügen, Manipulation und Nazi-Gestank erwarten euch. Allerdings in Wirklichkeit von der falschen, nicht erwarteten Seite. Nach Österreich jetzt, dass FPÖ-Politiker verbal oft lieber zum Holzhammer greifen als zum Florett, das ist ja allgemein bekannt. Aber der freiheitliche Nationalrat Werner Könighofer, der wird dabei gerne besonders grob, wenn er etwa katholische Priester als warme Brüder beschimpft oder einen grünen Politiker als, Zitat, Landtagsschwuchtel. Vor kurzem hat nun die Zeitschrift News auf der Internetseite des Abgeordneten ein wüst rassistisches und antisemitisches, aber anonymes Pamphlet entdeckt. Grüne und SPÖ verlangen jetzt den Rücktritt des FPÖ-Politikers wegen des Verdachts auf NS-Wiederbetätigung und Verhetzung. Werner Könighofer ist bisher eher nur Politik-Insider, ein echter Begriff. Der Tiroler Freiheitliche ist seit einigen Jahren Nationalratsabgeordneter und hat natürlich eine eigene Homepage oder Heimseite, wie man in der FPÖ so schön sagt. Auf der von Herrn Könighofer war bis vor kurzem ein recht langer Text zu finden. Jetzt aber nicht mehr. Schuld daran ist Karl Oellinger, der hält den Text für rechtsextrem und ausländerfeindlich. Das ist eine unerträgliche Schrift, so kann man in der österreichischen Öffentlichkeit, hoffe ich, nicht Politik machen. Herr Könighofer will den Urheber der Schrift nicht kennen, am besten gefällt ihm aber, dass sie davor warnt, vor der Überfremdung des Landes und dass die Tiroler Bevölkerung in ein, zwei Generationen zur Minderheit in der eigenen Heimat wird. Das will ich nicht und das gefällt mir an diesem Text. Ein Beispiel dafür? Die Samenkanone der Moslems ist das wirksamste Kriegsgerät der Welt und der Kampf ist dabei noch angenehm und lustvoll. So denkt offenbar Herr Könighofer und in der Preisklasse gibt es noch einige andere Passagen, die wir uns allen jetzt aber ersparen. Durchforstet man seine Homepage, so findet man durchaus noch andere ähnliche Formulierungen, in denen ärgert sich FPÖ-Abgeordneter Könighofer in einschlägiger Diktion über die, in seinen Kreisen sagte man auch schon einmal, Umvolkung. Für den grünen Oellinger ist der FPÖler Könighofer rücktrittsreif. Der Herr Könighofer soll zurücktreten und der Herr Strache ist gefordert, diesen Rücktritt des Herrn Könighofer zu bewirken. Der FPÖ-Abgeordnete selbst will natürlich davon nichts wissen. Wir reagieren nicht auf Zurufe der Grünen. Weder unser Parteiobmann H.C. Strache hat es notwendig, auf Zurufe der Grünen zu warten, noch ich. Die FPÖ-Spitze wollte dazu übrigens heute keine Stellungnahme abgeben. Ein gruseliger Bericht. Ein Bericht, der einen glauben lässt, dass Könighofer doch sehr Nazi sei. Es kann aber dann Gesetzen keinen bekennenden Nazi in Freiheit geben. Ich betone, es kann nicht. Also hab ich mal selbst nachgeschaut. Nicht einfach, da die Grünen die Könighofer Seite nicht verlinkt haben. Aber, egal. Hier hört nun ein paar Ausschnitte der Seite. Ausschluss von Pleitestaaten aus Eurozone ermöglichen. Wenn Tirol die Wasserhoheit an USA abgab, will Könighofer alle Details sofort auf dem Tisch haben. Könighofer strickt gegen Ausweitung des Euro-Rettungsschirmes. Könighofer empört über Justizglatzehandschuhe für kroatischen Schläger. Italienisches Militär hat auf Innsbrucker Christkindlmarkt nichts verloren. Eine rasche Lösung für das Tirol-Milchproblem muss her. Und so weiter. Das sind Ausschnitte quer durch die Seite. So und jetzt verrate mir mal jemand, wie da dieser Hetztext eigentlich dazu passt und was an Könighofers Themen eigentlich Nazi sein soll. Wohingegen man sich schon sehr wundert, wieso man diesen riesigen Hetztext auf grünen Seiten fein säuberlich als PDF findet und dass die Grünen hier ein perfektes Motiv hatten,
Königshofer zu attackieren, da seine Themen den Grünen teilweise extrem gegen den Strich gingen. Fazit: Dass der Hetztext wirklich von Königshofer verfasst wurde, ist weder beweisbar noch plausibel. Dass hier aber die Grünen eine ganz miese und verlogene Tour geritten haben, ist dafür umso mehr plausibel. Dass sie über eine perfekte Kopie des riesigen Hetztextes verfügten, ist ein mögliches Indiz für eine mögliche Straftat. Nämlich Rufschädigung. Dass sie ein Motiv für diese Straftat hatten, nämlich die wahren Themen von Königshofer, ist ein zweites Indiz. Somit steht es glatt 0-2 gegen die Grünen. Es wird gleich die Adresse von drei Seiten eingeblendet. Ihr könnt selber entscheiden, welche eher Nazi ist. Ich tippe halt auf die mit 88 und schwarzer Farbgebung mit Rassismus und so weiter. Das Problem dabei: Die erwähnte Seite mit 88 und so weiter ist die Seite von Oellinger. Zur Information: 88 ist ein Neonazi-Symbol. Als Finale noch ein paar Ausschnitte von Oellingers bisherigen Wirken. Lügen ist ihm genauso wenig unbekannt, wie dem auf die Unterstützung dieses bedenklichen und fragwürdigen Treibens. Zur Information: Bei Königshofer wurde scheinbar intensiv nach einem sonst eher nicht so leicht findbaren PDF gesucht, aber so getan, als wäre das auf der Seite normal. Normal war das, was ich vorgelesen habe. Und das war alles, bloß nicht Nazi. Fazit: Oellinger ist mit fetten Lügen für linksradikale Antifa-Camper zu trauriger Berühmtheit gelangt. Der Auf hat bezüglich der Königshofer-Seite definitiv nicht neutral etwas suggeriert, was neutral recherchiert zu nicht erkennbar ist. Und unter diesen Umständen soll ich diese ganze seltsame Geschichte um Königshofer erstens glauben und zweitens soll Königshofer dafür zurücktreten? Nicht wirklich. 14 Verhaftungen, Dutzende Anzeigen, mehrere Verletzte und ein brennender Einsatzwagen. Soweit die Polizeibilanz nach der Demo gegen den Burschenschafterball. Die Grünen sagen, Oellinger selbst befand sich, wie er sagt, als Beobachter auf der Demo. Seine Vermittlungsversuche zwischen Demonstranten und Polizei wären fehlgeschlagen, denn die Exekutive hätte bei der Auflösung friedliche Teilnehmer zusammengeschlagen und in Lokalen festgehalten. Die Grünen überlegen daher jetzt rechtliche Schritte. Man beachte die Aussage von Oellinger, der bei diesem kleinen Krieg von linksradikalen Antifa-Kämpfern gegen Polizei sogar vor Ort war, das sollen friedliche Teilnehmer gewesen sein.